Aber wir kennen ja alle die goldene Regel im Umgang mit Aussagen der Österreichischen Volkspartei. Also wenn die ÖVP etwas sagt, dann muss man immer das Gegenteil nehmen und dann stimmt's. Das ist die goldene Regel. Also wenn die ÖVP sagt, es gibt keine Impfpflicht, dann kommt die so sicher wie das Amen im Gebet. Check. Wenn die ÖVP verspricht, die Minister, dass sie zurücktreten, wenn der Kurz nicht mehr da ist, dann bicken sie bis zur letzten Sekunde in ihren Sesseln. Check. Wenn die ÖVP sagt, dass die Asylbremse wirkt, dann schießen die Asylantragszahlen nur so durch die Decke. Check. Das Gegenmodell der ÖVP zur Festung Österreich ist ja die Hüpfburg Österreich. Die Hüpfburg Österreich für Völkerwanderer, Hüpfburg hinein ins Sozialsystem. Wenn die ÖVP sagt, sie stimmt der Flüchtlingsumverteilung auf europäischer Ebene nicht zu, dann beschließt sie das natürlich in Brüssel und das Ganze ohne Limit. Check. Wenn die ÖVP sagt, keine Sachleistungen für Asylwerber, dann zahlt sie ihnen den Klimabonus aus. Check. Wenn die ÖVP behauptet, ich bin ein Sicherheitsrisiko, dann bin ich in Wahrheit der Schutzpatron der österreichischen Bevölkerung und der Polizisten gleich dazu. Da könnt ihr einmal fragen draußen in den Polizeiinspektionen. Check. Ja, und wenn die ÖVP hinausposaunt, ich bin rechtsextrem, dann heißt das im Klartext, ich bin punktgenau in der Mitte der Gesellschaft. Zu 100% am Boden der Normalität und des gesunden Hausverstands und der echten Demokratie und sonst gar nirgends. Check, liebe Freunde.